Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Moskitos heute Abend gegen die Gäste, gegen die Löwen aus Frankfurt. Ich heiße herzlich willkommen einen guten alten Bekannten hier zu meiner Rechten, Frank Gettis, den Trainer der Löwen. Frank, guten Abend. Und zu meiner Linken, Markus Fernganger, der Trainer der Moskitos. Frank, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu 3 Punkten und wir freuen uns auf deine gewohnt supportierte Spielanalyse. Ja, schönen guten Abend. Ich mache es kurz. Ich denke, es war eine einseitige Partie von Beginn an. Im ersten Drittel sind wir noch nicht so richtig ins Spiel reingekommen. Ich denke, hätte man die ein oder andere Tor mehr machen müssen. Und dann ab dem zweiten Drittel ist eigentlich alles gut gelaufen für uns. Ich denke, dass wir das alles sehr, sehr gut gelöst haben hier. Einzige Wermutstropf bei der ganzen Sache ist unser junger Spieler, der Adam. Ich weiß nicht, ob er jetzt hoffentlich keinen Kreuzbandriss hat bei der Situation am Ende. Gerade frisch von der B-Weltmeisterschaft zurückgekommen. Das ist sehr traurig jetzt, aber schauen wir mal, was die Ärzte morgen sagen. Ansonsten wirklich kann man zum Spiel nicht passiert haben. Dankeschön. Frank, herzlichen Dank. Markus, bitte. Ja, guten Abend. Natürlich, das, wie Frank schon gesagt hat, ist der Sieg und die 3 Punkte für Frankfurt gehen natürlich voll und ganz in Ordnung. Wir haben, also heute hat man gesehen, dass wir schlecht gespielt haben und Frankfurt hat gut gespielt und das kommt ja dann raus bei dieser Konstellation. Keine Ahnung, meine Spieler waren heute ja nicht bei der Sache, warum auch immer. Vielleicht haben sie schon an das Spiel am Sonntag gedacht. In der Liga ist es eben so, dass das wichtiger ist sogar für uns, aber oder vielleicht haben sie auch gemeint, die letzten knappen Ergebnisse gegen Top-Teams. Heute ist es soweit, heute machen wir Frankfurt nieder und wir haben im zweiten Drittel dann teilweise sind wir in 3, 4 Konter reingelaufen und haben den Faden total verloren. Und noch einmal, wir haben heute ein schlechtes Spiel abgeliefert, das schlechteste seit Wochen und Frankfurt ein gutes und dann kommt es bei dieser, in dieser Liga eben so ein Ergebnis zustande. Ja, für mich schwer, aber wie schon gesagt, in der Liga muss man das von einem Tag auf den anderen abhaken. Da hilft nicht einmal mehr eine richtige Videoanalyse, da waren ungefähr 200 Fehler dabei heute. Wir müssen schauen, dass wir uns bald gut regenerieren. Andere Spieler haben hier nicht zur Verfügung, wir haben 3 Blöcke, also am Schluss. Und wir müssen halt schauen, dass wir am Sonntag wie auch immer 3 Punkte holen. Und das sollte uns, wenn wir einigermaßen wieder vernünftig unser System spielen, auch gelingen. Danke. Ja, herzlichen Dank auch an dich, Markus. Vielleicht noch kurz für die Statistik-Fries. 4 Strafminuten auf jeder Seite bei beiden Teams. Daraus lagen Spieler bei Frankfurt sicherlich einmal Jakob Rumpel und auch Nils Wiesegang mit jeweils 3 Tore und 4 Assists. Bei Moskitos hat einmal der Robby reingetroffen. Ja, die beiden Trainer stehen jetzt hier an der Presse noch zur Verfügung. Danach wünschen wir euch einen guten Abend. Kommt gut und vor allen Dingen sicher in die Main-Metropole zurück. Ihnen allen ein Dankeschön für den Besuch des heutigen Abends hier. Wir wünschen Ihnen 2 schöne, gesegnete Weihnachtstage, den heiligen Abend, den 1. Feiertag und am 2. Da sehen wir uns wieder hier, sicherlich zu einem Schlüsselspiel gegen die Eisbären. So, und Dankeschön, dass Sie da waren. Kommen Sie zunächst mal gut ins Wochenende und herzlichen Dank.